bin der Franz der Maligoi, bin ein gebürtiger Geltoler, wohne seit 30 Jahren in Villach und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich völlig süchtig bin nach der Musik. Und wo sich halt eine Gelegenheit bietet, da spiele ich halt mit. Ob ich was kriege oder nicht, das ist mir völlig wurscht. Und ich hoffe, es bleibt das so. Ich bin Fräser, spiele gerne die Teufelsgeigen, habe mir das selber angeeignet, spiele Harmonika, habe ich mir auch selber gelernt. Ne? Und überall, wo ich bin, ist es eine Gaude, wo ich mitspielen kann. Ja. Ich bin der Hafner Willi, 65 Jahre alt, seit meinem 10. Lebensjahr mache ich Musik, spiele Akkordeon unter anderem. Habe dann weiter Blasmusik gemacht, war Kapellmeister, habe auch die Kapellmeisterprüfung und jetzt spiele ich Akkordeon hobbymäßig. Und hier in Brauhof bin ich gekommen, weil der Meier Peter ein guter Freund von mir ist. Aufgespielt beim Wirt gibt es jetzt in der Zwischenzeit schon das vierte Jahr und ist es, glaube ich, schon relativ gut aufgegangen, die ganze Sache. Sinn und Zweck war, dass wir uns jeden Samstag von 10 bis 12 in etwa hier treffen im Brauhof und einfach für unsere Gaude ein bisschen aufspülen. Musikanten aus allen Landesteilen sind da herzlich eingeladen zu kommen und sie kommen auch. Vom oberen Trautal bis ins Laufental, schauen vorbei, nehmen das Instrument mit und spülen einfach mit uns zur Gaude ein bisschen auf. Na, und vielleicht können wir das Ganze noch ein kleines bisschen steigern, wenn wir noch ein bisschen ins Umfeld schauen und vielleicht Alpen Adria zusammenkriegen oder nochmal überhaupt eine Murzgaude bei der ganzen Geschichte. Und wir musizieren wieder ein bisschen. Geben tut es das Ganze in Kärnten relativ selten. Bin inzwischen draufgekommen, in Villach hat es noch gar nicht gegeben. Ja, und wie gesagt, 4 Jahre gibt es. Vielleicht noch die nächsten 6 Jahre, dann haben wir ein 10er Jubiläum. Mein Name ist Franziska Mlekosch. Ich bin da in Villach jetzt 50 Jahre geboren, in Bled, Oberkrain. Die Musik oder die steirische Harmonika, das hat mich immer fasziniert, schon von Kleinkind auf. Ich habe angefangen mit 9 Jahren, habe müssen alles alleine lernen, weil damals war eigentlich für steirische Harmonika kein Unterricht. Ich bin immer da beim Wirt oder Brauhof und zwar schon, glaube ich, 3 Jahre ungefähr. Kann ich nicht genau sagen, aber das fasziniert mich auch. Ich bin der Geiger Willi aus Villach, wo ich in meinen jungen Jahren Harmonika gelernt und dann mehr oder weniger etwas gespielt. Ich bin später in Jahren, wie ich halt Pension gegangen bin, habe mir gedacht, weißt du was, fangst du wieder an. Habe mir ein Akkordeon gekauft, ja, und jetzt spiele ich wieder eine Zeit lang. Und freue mich immer, wenn ich da einer in den Brauhof kommen kann. Wir haben da so einen Club und da spielen wir recht gern. Und das habe ich eben weiter behalten und da fühle ich mich wohl. Ich bin schon einige Jahre bei der Musik
Ich habe mir das selber beigebracht vor 4 Jahren. Ich spiele mit Freude, weil einfach die Musik was Schönes ist. Auch in dem Kreis der Musikanten fühle ich mich sehr wohl. Nicht? Und was gibt es Schöneres, wenn man so schöne Tage in der Pension hat und mit Such sich glücklich machen kann selbst. Nein, andere Hobbys habe ich auch natürlich noch. Im Sport bin ich drin, Tennis spielen, ein bisschen zaubern, das ist mein Hobby, mein erstes Hobby eigentlich, mein schönstes. Aber das Ausgleich, wie sagt die Musik mit Freunden. Wir lieben den Gesang, viel mehr als Gut und Geld. Es lauft und spielt dort nur, es lauft und spielt dort nur, das Westen muss weitergehen. Denn keiner spielt so schön, so wunderschön. Wir sind so fertig, ja, jetzt nicht auf den Fall, wir stehen zum Mann. Ich bin der Arnulf, bin aus Villach und spiele seit meinem Ruhestand im 60. Lebensjahr die steirische Harmonika. Das Spielen habe ich mir selber beigebracht oder so gut als möglich war. Ich spiele gern und oft, ja. Bei den Seniorenclub habe ich auch mal gespielt, aber in den Damen ist entweder zu laut oder zu schnell. Also das bin ich nicht der geeignete Spieler gewesen, habe wieder aufgehört. Ja, so war das halt. Und jetzt spiele ich halt so bei der Harmonika-Treffnummer und da haben wir uns leise in Kammerlen. Ja, ganz eine andere Atmosphäre wie da. Da kann man schön allein dahin spielen. Wir sind gerade gekommen. Franziska, spiel mir eine vor.